Hoi, schön dich wieder mal zu sehen. Ja, das Bild, das du am Anfang gesehen hast, das ist eine Anspielung auf das Lied, das ich dir heute vorstellen möchte. «The Wellerman», so heisst es, ist nämlich im Moment gerade auf Platz 1 der Schweizer Single-Hitparade. Ja, als ich das letzte Mal Hitparade gehört habe, da war ich wahrscheinlich noch ein Teenager gewesen, und dann hat man das mit einem Tonbandgerät aufgenommen, nämlich die Erstplatzierten, sagen wir von Platz 5 bis 1, hat man das auf ein Kassettchen schnell aufgenommen, Kassette rein, parat sein natürlich, das war das Ein und Alles gewesen, und einfach hoffen, dass niemand von der Familie irgendwie reinschnurrt, weil sonst ist die ganze Aufnahme futsch. Den Shanty, den zeige ich dir in der Originaltonart, so wie es der Nathan Evans singt. Er spielt es eigentlich ohne Gitarre, er klopft nur drauf. Aber trotzdem hat er natürlich einen Tonart, nämlich C-Moll klingend. Also du kannst den Capodaster im dritten Bund hinein tun und dann kannst du mit die Griffe nehmen, die ich hier notiert habe, auf dem PDF, den ich dir gerne zuschicke. Das ist übrigens ja eben nicht im Dossier. Und ich zeige dir einen kurzen Griff, den er hier braucht. A-Moll, dann C-Dur, D-Moll und E7. Und F-Dur noch. Das mal zu den Griffen. Ich zeige dir hier nur die klingende Stimme, also die oktavierte Stimme von dem, was notiert ist auf dem PDF, weil das Lied kannst du eigentlich gut nachschauen auf YouTube, wie es der Nathan Evans spielt oder singt. Ich starte hier mit dem leeren E. Dann würde ich zählen 1, 2, 3, 4. Dann noch der Refrain. 3, 4. Gut, ich zeige dir jetzt die Version, die Nathan Evans populär gemacht hat. Und zwar klopft er nur so mit der Faust auf die Gitarre. Er macht 4 Viertel, also 1, 2, 3, 4. Das ist Pattern 1 im PDF. Schau, dass da die Gitarre nicht kaputt geht. There once was a ship that put to sea. The name of that ship was the Billy O.T. The winds blow up her boat, dip down, blow me, bully boys, blow. Hey! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the chugging is done, we'll take your leave and go. Tönt doch recht urchig. Ja, im Refrain heißt es ja Soon may the wellerman come. Das bedeutet eigentlich, dass eben ein Versorgungsschiff endlich bald soll kommen, um in diesen Seeleuten wieder Tee, Zucker und Rum zu bringen, um die Mannschaft bei Laune zu halten. Weil es ist doch recht anstrengend als Walfangschiff. Die sind vielleicht ein Monat, zwei Monate auf See gewesen und haben dann eine Wal nachher gejagt, das gerade zum Ausspiel. Und darum ist es ganz wichtig gewesen, dass eben der Wellerman gekommen ist, das Versorgungsschiff. Das zweite Pattern, das ich dir zeigen will, ist Nummer 2. Das ist einfach das hier, ein Abschlag. Im PDF habe ich hier einen CC-Griff in Klammern. Das heisst, du kannst es mit C spielen, du kannst ihn aber auch weglassen. Ich mache mal eine Variante, wo ich ihn mal weglasse. Und das wird dann so gehen. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. The wind blow up her boat, dip down, blow me, bollyboes, blow. Ha! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when your tongue is dumb, we'll take your leave and go. Gut, das dritte Pattern ist das hier. Ram, tagga, ram, tagga, dam, tagga, dam. Also, da, ticke, da, ticke. Und so weiter. Ab, ab, auf, ab, ab, auf, ab, ab, auf, ab, auf. Das tönt dann so. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. Sugar and tea and rum. One day when the tongue is done,
auch noch cool. Und zwar ist das ein bisschen im Stil eben von dem, was du quasi vorher so gemacht hast. Und zwar geht das, du klopfst auf ein Eins auf die Gitarre und tust auf den zweiten Schlag den Akkord spielen. Also machst eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das zeigt er jetzt. There once was a ship that put to sea. The name of that ship was the Billy O.T. The winds blow up her bow, dip down, blow me body was blow. Ha! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue in his stone will take your leave and go. Der Nummer 5 ist eigentlich fast wie das 4, einfach umgekehrt. Das ist ein bisschen einfacher. Und du machst zuerst den Akkord, schlägst an, Rem, und dann kommt der Schlag. Also quasi 1, 2, 3, 4. Das tönt dann so. Ich mache es mal mit C, A mal C, so wie es notiert ist jetzt mit dem Akkord, wo sonst in Klammern ist. Das spiele ich jetzt mal so durch. Dann tönt es so. There once was a ship that put to sea. The name of that ship was the Billy O.T. The winds blow up her boat, dip down, blow me, Billy boys, blow. Ha! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take your leave and go. Gut, Nummer 5 mache ich jetzt ein bisschen schneller zum Schluss. Das wäre ein There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy O.T. The winds blow up her boat, dip down, blow me, Billy Bo's crew. Ha! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and drum. One day the rest done, we'll take your leave and go. Ich zeige dir noch ein sechstes Muster, das hier nicht steht, aber das kannst du so probieren. Und zwar in Achtel, wenn du es etwas ruhiger angehen willst, dann mach einfach 1 und 2 und 3 und 4 und das ist schon alles. Also P-I-M-A, P-I-M-A, das tönt dann. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was Billy O.T. The winds blew up her bow, dip down, blow me, bolly bows blow. Hi. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take your leave and go. Ja, der Sänger, der das Lied populär gemacht hat, der Nathan Evans, ist ein Schott und der hat natürlich seine eigene Sprache, seinen eigenen Dialekt und das klingt recht lustig. Und ich habe hier einen Gast noch bei mir, der heisst Billy McGregor von wo bist du? I'm from Edinburgh. Ja, wenn der Billy McGregor schon da ist, dann möchte ich das ausnutzen und ein bisschen Schottisch lernen. Billy, was heisst der? Hey, das ist Mist. That's shit. Das klingt lustig. Was heisst, das ist ein uhure Mist? That's a fucking shit. Was heisst Kreisel auf Schottisch? Kreisel? Also der Verkehrskreisel? Roundabout! Roundabout! Ja, das ist doch herrlich. Jetzt habe ich meine Schottischkenntnis wieder ein bisschen auffrischen können. Ich überlasse das letzte Wort an Billy McGregor. Er sagt ihn nämlich auf Schottisch. Tschüss! Catch you later, mate! Catch you later, mate!